Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. So, ich schaue mir jetzt noch kurz ein, zwei Kommentärchen an. Einfach damit wir sehen oder gucken können. Ich versuche gerade herauszufinden, was ich machen könnte. Why? Wo kommst du her, mein Freund? Ich weiß noch nicht. Ich wollte gerade was mir durchlesen. Oder Olivenbaum ist gewachsen, okay. Ich hab's nicht ehrlich wieder von TB. Doch dieses Ding. Upgrade, damit nur ein Stack reinkommt. Ja, das sind jetzt hier Simple Storage Network. Gut. Leute, ich bin wahrscheinlich mal wieder zu blöd. Simple Store. Simple. Also, wenn ein Hashtag davor machen, ne? Das wird einfacher. Simple Storage. Generators, okay, ich nehme das trotzdem an. Stock Upgrade keeps a specific amount of items in an attached inventory only in export cables. Aha! Oh, schauen, bin doof. Bin einfach doof. Hat sich erledigt. Tut mir leid, TB. Bin zu doof. So, wenn ich jetzt das leer räume. Was passiert dann? Specific. You said I was the only one. No one likes being like you. You made this mess and left me with the pieces. Jetzt bin ich verwirrt. Ist der Importer, das ist der Exporter. Importer. Only in export cable. Ja, das ist ein export cable. Oder muss ich den erst programmieren sozusagen? Den jetzt rausnehmen, was passiert dann? Dann füllt er auf. Dann fängt dann aufzufüllen. Sobald ich den rein tue, hört er auf. Das ist doch komisch. Na, von einem habe ich noch zu. Beiden. Warum macht er denn nichts?
das mit. Er zählt das mit. Bedeutet, ich muss. Aber ich kann ja keinen Stack von denen da einfach reinpumpen. Das ist beschissen. Ich kann ja nicht sagen, die sollen Stack halten, oder? Kann ich die Stock-Upgrades vergrößern? Geht das? Das wäre halt zu wissen, dass ich sagen kann, okay, ich kann die Stock-Upgrades upgraden oder sowas. Aber es bringt mir ja nichts, wenn ich das Stock-Upgrade nicht rein... Oh, jetzt hat er natürlich alles vollgepumpt. Aber ich kann nur eins reintun. Oder kann ich ein Stack und ein Stock-Upgrade zusammen kombinieren, um ein Stack-Stock zu machen? Scheint auch nicht zu gehen. Also ist es tendenziell unnötig, weil er... nur eins reintun will. Das ist ja ganz viel Upgrades noch nicht, ganz ehrlich. Aber da gibt es doch keine verschiedenen Varianten von, oder? Dass ich das jetzt irgendwie komplett falsch verstehe. Stock Upgrade. Nee. Es gibt nur das Stock Upgrade. A specific amount of items in an attached area. Was heißt denn bei dir eine specific... Gibt es Pacific? Hä? Muss ich da einen speziellen Knopf drauf machen? Mal, hä? Willst du das rausnehmen? Haha! Okay. Bedeutet, wenn ich... Ich hab's jetzt verstanden. Iron. Und sag, ich will so machen. Haha. Dann kriegt der noch ein Stack Upgrade. Das ist... Okay, Tibi, es tut mir leid. Kann ich ihm jetzt auch rein theoretisch sagen? Nein, ich kann ihm immer nur sagen, ein Stack maximal, wie es scheint. Oder kann ich sagen, ich will zwei Stacks reinhaben. Geht das? Und dann mit noch einem Speed Upgrade. Speed Upgrade ist auch Nuclear Craft. Dann versiehe ich ihm noch mit einem Speed Upgrade, weil die stacken doch, oder? Obwohl das ja ehrlich gesagt auch so schnell genug ist, oder wir nehmen das eine nochmal draus. Cool. Jetzt habe ich es verstanden. Und damit kann man natürlich dann auch so einen Packager hier zum Beispiel sehr sinnvoll einsetzen, weil du ihm sagst, er soll von drei Sachen die reinpackagen. Und dann packaget der das. Das ist praktisch. Dann kann die also in einem Packager drei Sachen über packagen. Oder mit 6, 9, 12. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich hätte gerne noch ein bisschen Amber. Dann habe ich hier jetzt 500 Amber. Das geht jetzt hier rein und wird den nochmal auffüllen. Cool. Cool. Das ergibt schon mal viel Sinn. Bedeutet, wir sollten einen Packager hier irgendwo hinsetzen. Am besten irgendwo, wo ich noch Platz habe. Wie wär's denn hier? Dann setzen wir den Packager mal da. Ups. Wir sollten mein Inventar klären. Okay, ich setze ihn jetzt ganz simpel hier hin. Der kriegt eine Stromverbindung so hin. Cable. Ich bräuchte ein... Nein, das sind... Ich brauche die Storage Import.
Dodge Import Cables, Dodge Export Cable, Import und Export Cables. Ja, stimmt, die habe ich zu, war das die Lila. So. So, ich will jetzt hier ein Export-Cable hin tun. Hier will ich ein Import-Cable hin tun. Und das kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte ein Stack-Upgrade gerne. Zwei Speed-Upgrades und ein Stack-Upgrade. So. Und dann sagen wir jetzt zum Beispiel Iron. Hätte ich gerne, dass er macht. Bedeutet, ich brauche von Iron das und das. Dann nehmen wir zum Beispiel noch Diamond. Müsste auch genauso gehen, wenn ich mich nicht irre. Diamond oder Diamond selber. Die Diamonds werden nur so gepackaged. Kann ich die auch irgendwie packagen? Ich kann nicht schmelzen. Also rein theoretisch kann ich Diamonds nur so machen. Okay. Aber wenn ich mich nicht irre, Redstone zum Beispiel. Redstone Block wird aber auch noch von dem gemacht, okay. Dann tun wir doch Redstone auch. Dann machen wir Diamonds. Machen wir. Und dann haben wir noch was frei. Ist halt die Frage, was wollen wir denn in dem Moment noch machen? Wie wär's mit Bauen? Bauen Block? Da brauche ich beide Sachen von in dem Fall. Dich und dich. Und dann haben wir alles auch genau in der Reihenfolge mal hier rein. Dann können wir halt unsere Endprodukte noch holen. Zum Beispiel in diesem Fall. Oh, da hätte ich mit Bone gleich anfangen können. Ich habe keinen Bone-Block da. Hö. Ich kann mir aber schnell einen Craften schauen. So. Tun wir den hier rein. Ich mache jetzt allem, was ich hier besitze, sozusagen das Endprodukt. Dich habe ich ja auch schon, weil du kannst auch weg. Dann Redstone. Ah, nicht schön. Brauche ich noch zum Reintun und genauso noch das Iron. Ember, so. Dann tun wir das hier in den Exporter rein. Als exklusive Whitelist. Dann braucht man hier noch Cable. Und Cable. Brauchst du einen Cable-Anschluss im Grunde dann am Ende? Und dann sollte der schon arbeiten. Aber wir sind nicht schnell genug. Da braucht auch ein Stack-Upgrade und ein Speed-Upgrade. Vielleicht sogar zwei eher. Nein, oh, scheiße, das war beschissen. Aber irgendwann müssten die Anchors, oder? Anchors. Wie viel von deinem haben wir denn? Ja, 14.000. Das wird zwar stetig wahrscheinlich weniger. Aber es ist halt trotzdem eine Masse. Dann lassen wir den mal arbeiten. Schauen wir, was der zusammenkriegt. Gleichzeitig arbeitet er ja eh noch dran, Ember zu produzieren. Ihm hier gebe ich jetzt das Ember frei. Fürs erste Mal Ember.
Davon haben wir jetzt dezent viel. Bin schon schlau, ich tue es einfach da rein. Ich sollte in den Filter hier reingehen. Jetzt wird das aufgefüllt. Der kommt eh nicht hinterher, das ist... Ey, sollte ich noch die Bezins bauen jetzt? Noch ein paar Bezins. Bezins. Was sind sie denn? Da unten. Wenn man das kürzer macht und dann auch nochmal da drei von. Blacklist gestellt einfach. Hier auch. Dann brauchen wir noch schnell Cobblestone. Cobblestone. So. Und dann setzen wir das auch nochmal hier hin. Dann holen wir uns jetzt Repeater. Da haben wir zum Glück ein paar gebaut. Das können wir dazu tun. Und dann haben wir noch einen. Ah, Redstone haben wir noch hier. Warte mal. So. So, okay. Dann tun wir die Repeater hier anbringen. Das ist perfekt. Ich wollte einen Repeater haben. Die Signale werden zwischendurch halt noch versteckt. Ist zwar unnötig jetzt auf das letzte Stück, aber ich will eine 100%ige Verbindung haben. Und jetzt fangen die auch an aufzufüllen. Dann haben wir 6 Stellen, wo geschmolzen wird. Das ist schon ordentlich, denke ich mal. Wir tun 6 Blöcke die ganze Zeit entfernen, aber wir sind voll auf Warteschlange jetzt. Ja, tonnenweise, wie viel Ember habe ich mittlerweile? Will ich das eigentlich Ember? 299, okay, ja, das geht ja irgendwie noch, aber... Unsere Diamond-Produktion wird uns auch wahrscheinlich ansteigen, wie irre. Ah, nee, jetzt macht er gerade Redstone. Weil Diamond... Hat er die Diamonds jetzt alle durch? Diamond? Die hat er echt durch, ich glaub's nicht. Okay, wir haben jetzt auch tonnenweise an Diamanten, wie es auch schaut. Wir haben jetzt echt tonnenweise Diamanten. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen packen. Ich weiß gar nicht, wie. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn wir jetzt ein bisschen Blocks umwandeln. Doch, das hat gereicht. Und nur so wenig Diamanten? So wenig. 500 Blöcke sind es alleine. Er macht jetzt zum Beispiel. Ah, nee, weil von Bone fehlt ihm noch was. Zum Beispiel in dem Fall. Das macht er noch gar nicht. Aber ich finde es cool. Wenn er sich jetzt so langsam auffüllt, dann wird das was. Macht er ganz viele Redstone-Blocks. Wenn ich jetzt gucke, Redstone. Auch schon 1K. Die steigen aber auch. Der ist flott. Der taugt mir. Der taugt mir. Er muss nur noch mal zu den 1Ks kommen von Bone. Ah ne, zum anderen Zeug von Bone. Aber wie viel haben wir denn von Redstone noch übrig? Weil es wird ja auch stetig jetzt runtergehen wahrscheinlich. Jupp, und zwar wie irre. Ah, dann ist es gepackaged. Also, vielen Dank natürlich wieder an Tibi, der mir wieder die ganzen Tipps in dem Fall gegeben hat. Hier wird jetzt die nächsten paar Stunden wahrscheinlich Eisen mal brennen, weil so viel Eisen, wie wir dann in Zukunft an Blocks haben, Iron Blocks und alles drum und dran. Dann geht schon allein wahrscheinlich schon Iron Blocks, sind wir bei 200. Würden natürlich immer mehr noch in Zukunft, aber wir können natürlich so die Eisenproduktion auf jeden Fall mal anheizen. Fürs Erste. Und schauen, dass Eisen brennt und lodert in unseren
Öfen. Also wenn ihr die so anschaut. Es wartet ja nur drauf, dass es geschmolzen wird. Enough free space in smeltery. Das wird jetzt bei allen aber bald kommen, weil das sind noch so viele freie Plätze. 172 Blocks sind es alleine. Wir haben aber nur, weil das ist 10 Mal hier, über 10 Mal hier durchbrennen. Okay, aber Leute, ich nerve euch nicht weiter. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.